Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Forest, die nächsten zwei Folgen, die ich jetzt hier aufnehme. Wie ihr seht, wir sind ja wieder an der alten Base. Liegt ja daran, dass ich in der Höhle war und dort gestorben bin und. Boah, ne. Ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist die alte Base. Tatsache. Näher da gewesen als gedacht. Und was ich jetzt aber nachgucken wollte, ist. Weil ich nämlich was gesehen habe. Zwar ist die neue Base gar nicht so weit voneinander, so weit hier entfernt. Heißt, vielleicht, aber auch nur vielleicht, bekomme ich es hin, da hinten hin, also da, wo es die Spitze hin zeigt, eine Seilbahn auch noch hinzubauen. Das heißt, das hier müsste wegkommen. Wir bauen da eine Seilbahn hin. Und zwar von hier hinten aus, weil das noch ein Stückchen höher ist. Nach da hinten. Und das ist ja schon, schon wieder relativ nah da, wo ich ja baue. Also, neue Gebiet. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, da hochzukommen. Und darauf hoffen natürlich, dass es funktioniert. Ich weiß zwar jetzt nicht, welcher Platz das genau war, ob es der obere oder der untere war. Aber das wäre schon mal zum Beispiel eine viel, viel größere Erleichterung, hinzukommen. Und ich merke hier, die Gegend hat sich auch ein bisschen verändert. Das Terrain hat sich ja ein bisschen aktualisiert. Also hier kommt man auf jeden Fall schon mal safe durch. Da wäre nochmal ein Reh gewesen für uns. Genau, und das ist jetzt das Problem. Ich will hier hoch. Wie komme ich jetzt da hoch? Komme ich hoch, indem ich hier einen kleinen Parcours einlege? Ah, durch den Stein wollte ich jetzt nicht unbedingt springen. Also indem ich mich hier ein bisschen hochspringen eventuell. Ja, das sieht ganz gut aus. Frage ist, jetzt komme ich dann da. Okay, da komme ich nicht hoch. Wenn man auch ein bisschen in diesen Steinen drin ist. Ja, doch, ich komme hoch. Ist das der obere oder der untere Fels? Das ist der obere, ne? Aber von dem unteren. Perfekt, wir bauen uns auf den unteren. Wir gucken, dass wir in einer der Bäume eventuell drin sind. Eventuell machen wir das also dann hier hin, weil, naja, wenn wir in den Bäumen sind, wäre das ein bisschen, da können wir nachgucken, perfekt. Ja, hat man halt eine Wand zwischen. Mein Gott, können wir so viele Robs noch entbehren? Ich hoffe. Weil sowas wäre dann auch schon mal wieder cool. Ich will einfach die Welt ein bisschen miteinander verknüpfen. So, und dann müssten wir einfach nur wieder Holz sammeln. Das ist ja nicht die Schwierigkeit, wenn wir wieder hier sind. Was ich jetzt einmal machen wollte, ist wieder Rehe. Ich habe ein Reh gesehen gehabt. Da ist das Reh. Wir können auch hier noch eine Base, eine kleine Base aufschlagen. So ist ja nicht. Machen wir mal den hier. Dann zack, getroffen. Noch normale. Vielleicht verreckt es an Giftfall schon. Der Dreh. Lol. Vor unserer Nase ist einfach noch ein Reh gespawnt. Zufall kann das denn bitte sein? Mann. Wie viele Rehe sind denn hier bitte? Und wo ist das Reh, was vergiftet war? Fuck, ich brauche das Reh, was vergiftet war. Wo bist du hin, du Reh? Ich sag mir nicht irgendwo. Nirgendwo oder irgendwo verreckt, wo ich es nicht mehr finde. Der Scheiße. Da! Ich glaube, das ist es, oder? Wenn nicht, dann sagen wir gerade ein anderes, aber auch relativ egal. Meine Fresse, Alter. Widerspenstig seid ihr denn? Und das verfolgen wir jetzt einfach. Also, ich weiß nicht, wie man Rehe am besten jagt hier in dem Spiel. Bruh. Bruh! Renn noch nicht weiter. Genau, renn auf mich zu. Mein Gott! Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Viele Pfeile. Ja, ich hab gleich keine Pfeile mehr, Mama.
Jetzt hör auf zu laufen. Danke. Gott, schlimm mit diesen Rehen. Hilfe. Die Trophäe will ich nicht mitnehmen. Bauen wir das ja jetzt noch zu Ende oder nicht? Wir haben Hunger. Ich kann leider gerade nur mit Snacks dienen. Und ich hoffe, dass dieses Fleisch mir jetzt nie nicht... Ich das... Ich habe 5. Mir fehlt 1. Das heißt, wenn ich eventuell in der Gegend, wo ich wohne, noch eins finde. Ganz geil. Also, seht ihr, was ich meine? Jetzt könnte ich dann theoretisch von hier nochmal eine Seilbahn wegmachen. Ins Tal rein. Und dann wäre das eigentlich gegessen, von wegen her. Also von der Gegend her. Weil dann könnte ich ganz einfach von der einen bis zu der anderen. Aber nur von der einen zu der anderen. Von der anderen zu der einen, muss ich ja wieder rumlaufen. Das Ding steht ja direkt hier um die Ecke. Genau. Deswegen fühle ich halt mal in die Richtung hier. Eigentlich war das Ziel ja, das Katana zu holen, momentan. Da können wir den Player anmachen. Ich denke mal, das war nämlich copyright-frei Musik. Hallo, mach doch mal den Player an. Nehmen wir mal hier, ne? Mal. Mach mal! So. Perfekt. So füllt sich die Energie auch immer wieder auf. Was ich sagen muss, ich finde das Feuerzeuglicht. Okay, klar, ein Feuerzeug bringt nicht so viel Licht. Aber vielleicht, dass man sich eine Fackel oder sowas bauen kann, die ein bisschen länger hält. Wäre ganz geil. Ups. Das wollte ich nicht. Ich sehe jetzt zum Beispiel einfach gar nichts. Ach, guck mal. Ich sehe wirklich so einfach null. Das ist, nein, einfach null, nix, Nager. Ihr seht genauso wenig wie ich. Also, bitte nicht wundern, wenn es dunkel ist. Es ist nämlich dunkel. Wie brauchen wir noch? 4. Wo war denn der eine gefällte Baum hier? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Flairgun! Flairgun! Klingt auch nichts, wa? Hier war der gefällte Baum. Bringt doch was. Schade, dass es irgendwie keine Waldbrände geben kann. Also einen Baum abfackeln kann. Das wäre auch noch cool, wenn sowas funktioniert. Wo ich etwas sanfter runterfalle. Perfekt. Da. 2 noch. 2 noch! Dann haben wir die nächste Seilbahn. Hier, komm. Ich gönn mir jetzt einfach mal den Baum. Will ich irgendwas? Will das haben? Das war ein Stein. Okay, das war ein Stein. Hallo. Oh, ein Reh. Das wäre das Reh gewesen, was wir brauchen, wa? Und wie Sie sehen... Sehen Sie, dass der Punkt höher ist. Wisst ihr, was wir machen? Wir testen das jetzt aus. Weil, wenn ich sterbe, dann bin ich komplett raus aus dem Game, oder? Ich speichere vorher. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, jetzt muss ich nur, dass ich nicht allzu viel Damage kassiere. Gar kein Damage kassieren. Toll, mir ist kalt, weil ich einmal im Wasser war. Danke dafür.
jetzt muss ich gucken. Wie kam ich hier hoch? Hier gab es irgendwo einen Weg. Es ist so dunkel mittlerweile in diesem Spiel. Ah, hier. War das der Weg, wo ich mich hochspringen konnte? Ah! Nee! Das sehe ich jetzt nicht ein. Ah. Wir haben Haarspray. Ach, die greifen uns nicht an, weil ich rot bin, wa? Yay. Ich wollte vorher speichern, bevor ich irgendwas mache. Ah, ich habe das sogar über meinen eigentlichen Homepunkt gebaut. Ja, bitte kein Damage, danke. LOL! Normalerweise wäre das gar nicht möglich gewesen. Kann ich schlafen? Und ich kann schlafen, perfekt. Wir speichern erst, dann schlafen wir. So. Und dann begeben wir uns zu meinem Seilbahn. Ach stimmt, ich habe ja die Mauer weggemacht. Das heißt, wir sind oben gewesen. Ja, ja. Inventar. Tun wir mal ein paar Snacks zu mir nehmen. Anderes habe ich gerade nicht. Guck mal, das ist eigentlich voll geil so, ne? Ich habe Tatsache, muss ich ehrlich sagen, Schiss. Das ist fucking schnell. Und man bekommt keinen Damage. Huh. Geil. Und es laggt. Also, vielleicht kann man da noch was machen. Aber so haben wir jetzt einen verkürzten Weg, wenn wir dort bei der Base sind, zu unserem neuen Base. Von hier könnte man theoretisch nach da hinten eine bauen, wo auch ein Höhleneingang ist.